Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, die Lage spitzt sich immer weiter zu. Ich glaube, ich erwähne das gerade am Anfang jeder Folge. Ich werde einfach mal, währenddessen ich hier anmoderiere, meinen Bären rufen. Bärli, gibst du mir bitte? Was hat sie da gerade geflüstert? Töte mich oder hüte mich? Hüte mich würde wesentlich mehr Sinn machen. Bärli, kann ich dir Kommando geben, dass du die angreifst, dass du die wegmetzelst? Nee, ne? So. Also der Bär ist ja weg. Ich bin so dumm, ich beschwöre einen Bären. Der ist ja weg, wenn ich den Bogen wechsle. Krass. So, wir haben immer noch die Aufgabe, diese Linsen zu zerstören, damit wir das lichtlose Kerkerloch öffnen können. Damit wir das Hintertürchen öffnen können. So kann man das auch sagen. So, warte mal. Ja, die kommen jetzt her. Oh nein. Das sieht auf Fernkampf aus. Okay. Ich kann Fernkampf, keine Sorge. Alter. Arsch. Alter, hallo, es reicht. Ja, was macht die für Schaden? Drecksmagier aber auch. Bewegung. Ich wollte mal abkühlen hier. Ich meine, was ist denn überhaupt los? So, jetzt habe ich genug Leben, jetzt habe ich Buffs, jetzt kann man kämpfen. Angriff. Wollt ihr auch? Oh, zack, zack. So, du noch einen, du noch einen. Dann wird ein bisschen Heilung, danke schön, sehr nett von dir. Easy. Bam. So. Die damagen uns ja wirklich runter. Ich hasse Magier, ne? Magier sind so arzig, weil sie so kacke viel Schaden machen. Sie halten zwar nicht sonderlich viel aus, also nicht mal annähernd so viel wie Krieger, aber ich sag mal, Glass Cannon ist da ein guter Begriff aus der MMO-Szene. Sau viel Schaden, aber selbst nichts aushalten. Das sind mir die Liebsten. So, das sind die nächste Linse scheint. Wieso warpst du dich immer? Ja, hallo. Ich will mit dir nicht reden. Ich kenne meine Mission. Und ich will meine Mission heute in dieser Folge zu Ende bringen. Reiche ich die von hier? Rein theoretisch? Nee, ne? Das ist, glaube ich, zu weit, ne? Erreiche ich die denn von hier? Das bestimmt, oder? Warte mal. Hallo. Kannst du mal bitte. So. Easy, krieg gerade noch hin. Ihr seht aus, als ob ihr was macht. Soll ich für euch eine Peitsche oder meine Reitgerte nehmen? Die Peitsche. Darf ich mir Bock drauf. Ganz ehrlich. Mach ich eigentlich auch gut schauen, wenn ich spamme? Ja. Spammen doch schon. Du kannst ja versuchen, mich zu töten. Funktioniert nicht. Das glaub mir. Besonders nicht, wenn ich um mich rumlaufe. Komm, das dauert zu lange. Komm drauf. Nein. Der Kaltflammen ab und nach sagt mir, ich soll bitte zünden. Alles klar, okay. Nein, pfui. Okay, mit dem präzisen Schuss mache ich doch mehr Schaden als mit dem. Nein, ich kann auch blocken. Mein lieber Tremora. So, dann wollen wir die Dremore mal ins Grab beißen. Ich kann mir das Schwert schneller, oder? Tut mir leid. Ciao. Wie viel Zeug hier einfach rumschwirrt, ne? Das ist unglaublich. Serum der Magiker nehmen wir mit, kann man gut verkaufen. Ich werde es nie einsetzen. Ich habe bessere Heiltränke. Champion-Tränke, besser gesagt. Ist das wieder so ein Flammatron nach? Das ist ja unglaublich. Da haben wir hier draufballern, was wir, besser gesagt, die Magiker brauchen. Ach, sogar reicht. Geil. So, wo ist denn jetzt das? Wir müssen uns fokussieren. Da hinten sollte die nächste Linse sein. Okay, dann sollten wir da hingehen und nicht irgendwie hier rumbummeln. Wie komme ich denn da rein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Rune. Ist so blöd, dass ich kein Verzauberer bin. Was ist das denn? Ja, das konnte ich nicht gerade triggern. Projektion. Achso, du bestehst da in der Ecke. Ach so, wie die sich einfach überall hinportet, ne? Ist eigentlich schon krass. Was haben denn schon wieder solche Leute? Ich werde nicht schlau draus, warum dieser Angriff nicht so krass wie ich Schaden macht. Jetzt triggerst du. Wenn ich euch seine Armee hinzufüge. Nein! Jelly! Nicht die Idee an sich, danke. Die Steuerung ist so schwierig, wenn man länger nicht mehr spielt. Das ist unbelievable. Nein, du brauchst gleich versuchen. Nein, du auch nicht.
So. Und du. Ich kann mich wieder hoch. Nein, ich kann öffnen. Hochheilen, habe ich gesagt. So, danke dir. Falls ihr euch gerade wundert, warum ich zwischendurch mal ein bisschen still bin, ne? Guckt euch die Buffs an, die ich da unten verteile. Hä? Ach so, der taggt mir auch die Cooldowns an. Das ist ja auch neu. Habe ich das hingestellt oder wer hat jetzt geil. Trübes Gift, das finde ich alles sehr, sehr cool. So, falls ihr euch wundert, warum ich zwischendurch ein bisschen weniger rede. Erstens, komme ich gerade von der Aufnahmesession mit dem lieben Ruth. Das bedeutet, ich habe gerade, es geht gerade gegen Mitternacht zu. Das bedeutet, ich bin schon wieder über 24 Stunden wach. Und zweitens, ich muss mich in die Steuerung wieder nochmal neu reinfuchsen, weil ich schon wieder 3 Wochen nicht gespielt habe. Ungelogen. Ich nehme immer wirklich zu viel am Stück auf und dann spiele ich die ganze Zeit nicht. Und dann kommt man komplett raus aus der Steuerung, wenn man 3 andere Spiele in der Zwischenzeit spielt. Also habt da ein bisschen Nachsicht, wenn ich mich deswegen ein bisschen mehr konzentrieren muss als in anderen Spielen. Und ja, so ein MMO hat ein paar mehr Tastenkombinationen als beispielsweise ein Spiel wie ein Rennspiel oder so, oder Minecraft beispielsweise, wo man immer die gleichen Tastenkombinationen hat. So ein MMO hat tausende Tastenkombinationen, die man alle frei justieren kann, was das Geile dran ist. Runenstein. Ja, wollte ich eigentlich gerade nicht nehmen, aber nehmen wir trotzdem. So, hallo. Ich bin jetzt so cool, dass das nicht wirklich viel Schaden macht. Auch wenn man rein spammt. Macht das jetzt keinen Schaden? Das macht auch irgendwie sauber gegenüber dem präzisen Schuss, macht das so gut keinen Schaden, ne? Vielleicht kann man das später auch noch leveln, dass das mehr Schaden macht, aber im Moment macht das so gut wie gar keinen Schaden. Ich kann mal in die Sets gucken, das interessiert mich gerade. Fertigkeiten. Wo waren das? Bei Bogen wahrscheinlich, ne? Ja. Pfeilsalve. Greif mich halt an, ich habe auch Fernwaffen. Kann ich so einen Ball aus? Ich kann so einen Ball ausweichen. Das ist ja geil. Hey. Scheiße, bin reingesprungen. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr zum Ausweichen. Oh, Konflikt. So, Fähigkeiten. Bogen. Pfeilsalve. Vorher den. Bla 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 bla. 8 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden 6. Also mache ich im Endeffekt doch zum 8000 Schaden, wenn die im Radio stehen bleiben würden. Was sie in 90% der Fälle nicht tun, weil sie dann auf mich zulaufen. Also ist eine Pfeilsalve eigentlich gut, wenn sie genau vor mir sind. Also quasi, wenn ich sie triggere auf mich. Und so ein tödlicher Pfeil macht wirklich auf einen Schlag 6080 Giftschaden. Was geil ist. Und ich freue mich schon auf einen Giftpfeil. Aber das ist auch wieder. Das Lustige ist, das ist ein Anfangsbuff. Der macht am Anfang schon 6000 Schaden. Den haben wir noch nicht mal gemorpht oder verbessert. Der tödliche Pfeil macht gemorpht 6000 Schaden. Ach, ich freue mich. Und auf das Schnellfeuer freue ich mich auch. Was ist das denn? Ihr lässt eine Pfeilsalbe auf einen Feind niedergehen, die 4,1 Sekunden lang insgesamt 24.000 Schaden verursacht. Was? Könnt euch währenddessen mit normalem Tempo fortbewegen. Wie krass ist das denn? 24.000 fucking Schaden. Ich muss das haben. Ich level jetzt nur mehr mit dem Bogen. Ich muss mal offscreen ein bisschen leveln. Braucht er für Level 50? Ich will das haben, verdammt. Mann. Ich muss das haben, ohne Scheiß. Level 50 für Bogen. Kriegt man das hin? Ich weiß es nicht. 2 Waffen sind wir schon bei 23. Aber Level 50 bei Bogen. Sollte eigentlich hinhauen. Ja. Okay, wir müssen uns auf unsere Mission konzentrieren. Wo ist denn das, die Linse. Wieso habe ich das nicht mehr getriggert? Was soll das? Trigger das bitte. Danke. Zu dieser Linse wollten wir, oder wollten wir zu einer anderen Linse? Nee, zu dieser Linse wollten wir, oder? War es richtig? Ja, ich glaube. Nein! Oh Gott, die habe ich ja komplett übersehen. Nee, das ist zu nix. Berli, hilf mir! Nee, Mager, komm ich mit dem Bogen nicht an. Ja, das ist ja unglaublich. Was denk ich mir, dass du irgendwie eine Chance gegen mich hast? Wenn ich meine 2 Schwerter hier auspacke, dann ist aber mal Tacheles angesagt. So. Wer die Tanks, habe ich gehört. Ich halte dich mal hoch, wieder schön. Ach, ich liebe diese Buff-Fertigkeit, wenn mich einfach hochheilen kann und die anderen nur denken, boah, warum kann der sich hochheilen? Ach, scheiße. Das ist auch im PvP richtig assi. Wenn man einen Gegner richtig hart runtergedamaged hat und dann fängt er an, seine Buffs einzusetzen und heilt sich einfach so hoch. Das ist nichts gegen machen. Ui. Ich hatte gerade während dem, während er mich angegriffen hat, habe ich den geblockt und weiter angegriffen. Das ist Profi-Handwerk, Leute. So, der Linse zerstören wir. Bam. Ciao. Es funktioniert. Anscheinend haben meine Anpassungen Wirkung gezeigt. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich einen Blick in den anderen Teil der Bibliothek werfen kann. Mhm.
Ja. Zuerst haben wir Leute gesehen, die Bücher lesen. Das sehen wir. Unerwartet. Ich muss etwas falsch machen. Ich werde es noch einmal versuchen, während ihr die letzte Linse aufspürt. Ja, zuerst sind wir drei Leute, die Bücher lesen, jetzt sind wir zwei Leute, die tanzen. Die aber nicht so aussahen wie die Leute vorher, wenn ich mich nicht ganz irre. So, da vorne haben wir die nächste letzte Linse, die ein paar Leute hier, wenn wir einfach mal außen vor lassen, wenn ich uns nicht gerade bemerkt habe. Haben sie jetzt bemerkt? Nein. Sehr schön. Wir müssen auch nicht alle umbringen. Ich meine, vielleicht werden die ja irgendwann. Okay, wir müssen alle umbringen. Du hast gerade das gemacht, was ich hasse. Mir einen langsamen Buff gegeben. Danke dir. Komm her. Was hast du davon? Und die leider ausbluten lassen. Das tut mir sehr leid. Die anderen Leute gehen irgendwie nicht mit drauf. Ist alleine gekommen. Wie dumm muss man sein? Skizze. Diedrische. Was? Ein diedrisches Podestritual. Eigentlich schon fast wieder geil. Das nehme ich mit. Obwohl es nur eine Skizze ist. Das ist trotzdem geil. Das muss man dann, glaube ich, eine Schmiede craften, wenn ich ganz sicher. Leute, hi. Hi. Vielleicht würde ich gerne mal später ansetzen. Das sind Magier, da gehe ich nicht mit dem Bogen drauf. Das macht das keinen Schaden. Okay. Wenn es irgendwie andere Bogenleute sind oder Krieger, dann gehe ich gerne mit dem Bogen drauf. Aber sonst mache ich einfach im Moment mit dem Bogen zu wenig Schaden. Und das ist doch ein bisschen zu hochgelevelte Gegner, dass ich da Schaden riskieren würde. Denn die haben bestimmt irgendeinen Skill, dass die mich in die Hälfte meines Lebens betrügen können. Ja, bleib vor mir auf dem Boden. Danke dir. Okay, hier schicke ich noch ein Baby nach, damit ich dir helfen kann. Der drüben war schon tot, ehrlich? Krass. Okay. Da vorne ist anscheinend die letzte dänische Linse, die wir zerstören müssen, bevor wir den großen Eingang zum. Ich glaube, es ist das lichtlose Kerkerloch, wenn wir nicht ganz sicher öffnen können. In Ordnung. So könnte das funktionieren. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich meinen Bruder entdecken kann. Fürstin Laurent, wir müssen hier raus. Dieser Ort ist eine Falle. Der junge Rainor wurde bereits von ihm verzaubert. Telenga? Oh, Telenga. Lasst uns doch einfach hier bleiben. Ihr und ich. Für immer. Nein, der Zauber hat auch euch befallen. Kommt, mein Lieber. Lasst uns ein ruhiges Plätzchen finden zwischen all diesen wundervollen Büchern. Sie ist verloren, verdammt. Ich muss fliehen, bevor ich dem Zauber auch noch erliege. Ich werde eine Nachricht hinterlassen, falls die Wirkung nachlässt. Alles klar. Ein Zauber? Warum bin ich nicht betroffen? Wartet, ich habe gerade gehört, dass sich die Tür geöffnet hat. Es müsste jetzt sicher sein. Trefft mich in der Galerie oben auf den Ruinen. Die Galerie, aha. Wir müssen die Galerie betreten, alles klar. Warum glaube ich, dass uns da was Großes erwarten wird? Was Großes, Böses. Mit viel Zähnen und viel Krallen. Und viel Böse. Mann, ich hab den Bock. Warum setze ich das jetzt ein? So, nein, da bin ich. So, ja. Die Taschenkombination, das ist unglaublich bei dem Spiel. Man denkt ja eigentlich, wenn man ein Spiel öfter spielt, also so wie ich bin ja eine richtige Elder Scrolls Suchti eigentlich, dass man dann die Tastenkombination irgendwann auswendig kann. Ja, kann man auch. Nur, wenn man drei Wochen mal wieder nicht gespielt hat, dann ist man draußen. Die Tastenkombinationen in diesem Spiel sind einfach so speziell. Die haben es einfach nicht gecheckt. Boah, sind die dumm. So, hier unten müssen wir rein, okay. Der typische Dedra-Abstieg. Solche Abstiege müsst ihr meiden, wenn ihr leben wollt in dieser Welt. Wir gehen einfach mal rein. In die Bibliothek der Dämmerung. So ist es gerade. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist also nicht das lichtlose Kerkerloch, okay. Dann müssen wir jetzt anscheinend unsere Holo-Flüsterin finden. Rainor? Rainor! Ja, hi. Er kann mich nicht hören. Warum kann er mich denn nicht hören? Rainor! Das ist ein Zauber, vergiss es. Der ist da unten doch gar nicht. Die sehen nirgends. Hallo? Beruhig dich mal! Ich kann Rainor durch dieses Beobachtungsfenster sehen, aber er kann mich nicht hören. Es muss der Zauber sein und ich wette, dass der Zauber nicht auf mich gewirkt hat, weil ich nicht auf den Auslöser reagiere, der die Magica-Matrix kontrolliert. Die Magica-Matrix? Das fahren wir natürlich gleich. Aber Leute, seht ihr schon, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, das ist eine Elfin. Ja, es ist eine Elfin. Alter, wie ich es einfach an den Gesichtszügen erkannt habe. Ich habe zwar auf eine Waldelfin getippt, einfach weil die Lederrüstung und so weiter, das hat ein bisschen mehr zu einer Waldelfin gepasst. Aber ja, es ist eine Dunkelelfin. Elfin ist Elfin. So. Ja, die Magica-Matrix, was ist das? Das Zaubernetz. Ihr wisst schon, wirklich eine raffinierte Fall. Ich glaube, dass der Katalysator des Zaubers irgendwas mit Wissensdurst zu tun hat. Ich will mich ja beleidigt zeigen, aber was soll ich sagen? Ich bin aus reiner Abenteuerlust hier dabei und nicht wegen irgendwelcher wissenschaftlichen Vorhaben. Und danke übrigens. Ja, kein Problem, aber das kann doch nicht sein, dass wir fertig sind. Der Zauber scheint eine Kombination aus Gaukeleien und Illusionen zu sein.
Er hat meinen Bruder und die anderen Bücherwürmer in seinen Bann geschlagen. Auf jeden Fall können wir sie so nicht zurücklassen. Wir müssen sie davon befreien. Das müssen wir auf jeden Fall. Aber habt ihr einen Plan? Ich habe immer einen Plan. Dafür müsst ihr da runtergehen und ihnen etwas Vernunft beibringen. Ich werde aufpassen, dass die Daedra uns nicht wieder hier einschließen. Sucht mich einfach, falls Rainer euch irgendwelche Probleme macht. Und seid bloß vorsichtig. Illusionsmagie kann eine knifflige Sache sein. Illusionsmagie ist einfach nur beknackt, wenn ihr mich fragt. Aber egal, ich dachte, der Zauber würde nur Gelehrte beeinflussen. Sicher, aber dort unten könnten noch andere Zauber aktiv sein. Werft einen Blick durch die Beobachtungsfenster und merkt euch die Einzelheiten jeder Arrestzelle. Die Daedra werden diese Notizen nicht ohne Grund gemacht haben. Und ich bin eine große Freundin guter Vorbereitung. Okay, dann wollen wir das mal machen. Oder besser gesagt, wollen wir das in der nächsten Folge machen. Ja, ich bin ein Freund der Cliffhanger. Obwohl das eigentlich nicht wirklich ein Cliffhanger ist, weil wir die letzte Mission abgeschlossen haben. Und es keinen großen weiter... Alicia die Rote, Schlechterin der Daedra-Herren. Das ist ein echt geiler Titel, muss ich schon sagen, Sunny. Sunny Snow, sonniger Schnee 61. Hi. Das muss sein. Warte kurz, ne? Interaktion mit anderen Spielern, das ist wichtig. Hi. Antwortet sie denn? Sie guckt uns an. Wir haben Veteranenrang 65, die nimmt uns nicht ernst, ich sehe das schon. Die wird uns nicht ernst, seht ihr mal, die nimmt uns nicht ernst. Die nimmt uns einfach nicht für voll mit unserem Level. Was haben wir gerade? 18. Mit Level 18 durch die Hauptquest durchzurushen, ist eigentlich schon krass. Aber egal, Leute, ich würde sagen, das soll es jetzt mal gewesen sein für diese Folge von The Elder Scrolls Online. Ich lasse euch wieder mal in den Endscreen und bedanke mich mal wieder fürs Zugucken. Ja, es gibt einen Endscreen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, lasst mal ein bisschen länger laufen. Ich wiederhole mich schon wieder ein bisschen, ne? Kann das sein? Egal. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da auch noch und ein kleines Kommentar. Das würde mich auf jeden Fall wieder immer mega freuen. Ja, ich verabschiede mich mal wieder mit einem Rare und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.